Willkommen, willkommen aus Barcelona. Ich habe hier das Flaggschiff von Nokia für 2018 und zwar ist das das Nokia 8 Scirocco. Ein schönes Voll-Edelstahl-Handy. Heißt, es hat richtig, richtig Gewicht, ist aber auch dafür auch richtig stabil. Vorne, hinten Gorilla Glass 5 und auch zum ersten Mal richtig wasserfest. IP67, ohne dass wir die Anschlüsse irgendwie versiegeln müssten, ist jetzt auch bei Nokia eingetroffen, zusätzlich zum Wireless Charging. Dafür musste der Kopfhöreranschluss flöten gehen. Hoffentlich liegt ein Adapter mit drin in der Verpackung oder einmal ein Kopfhörer selbst. Wir haben unten USB Typ C, Lautsprecher, Mikrofon, aber auch trotzdem noch integriert. Seitlich An- und Ausschalttaste und Lautstärkeregler-Taste. Oben ein Mikrofon und hinten natürlich neben vielen Fingerabdrücken auf der schwarzen Gorilla Glass Glasoberfläche mit einem Android One und Nokia Logo. Auch ein Fingerabdruckleser, zwei Kameras mit Zeiss Optik, die sein müssen. Einmal mit 13 und einmal mit 12 Megapixel zum schönen starken optischen Zoom. Ihr habt es richtig gehört, optischer Zoom, nicht Weitwinkel. Und Bokeh-Funktion gibt es natürlich auch. Beziehungsweise hier dann auch noch die zwei LED-Blitzlichter. Hier unten kommt die SIM-Karte übrigens rein, das sieht man kaum, aber da sieht man bei der Farbe leicht den Unterschied hier bei dem wunderschönen Metallgehäuse und den abgerundeten Ecken hier in dem Nokia 8 Scirocco. Ihr merkt, alles einfach und schnell bedienbar. Dank genug RAM und 8-Kern-Prozessor. Wenn wir hier kurz in die Kamera reingehen, dann seht ihr, ich habe vorhin ein bisschen rumgespielt, habe diese Dual-Kamera-Option angemacht, damit ihr vordere und hintere Kamera gleichzeitig benutzen könnt. Die vordere Kamera ist mit 8 Megapixel auch noch sehr, sehr, sehr stark. Wir können mal kurz in die Einstellungen gehen, dann seht ihr das hier auch, ob ich mich richtig erinnere. Es waren sogar nur 5. Ich hätte jetzt gesagt 8, weil die Schärfe einfach so schön ist. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, gerade alles auf Englisch, kann man aber auch auf Deutsch umstellen. Hier oben gibt es natürlich noch mehr Einstellmöglichkeiten und mit einem Wisch-Gestenbewegung, wir sind auch schon im Videobereich, wo ihr dann natürlich auch ein Full-HD-Video aufnehmen könntet. Jetzt hier mit der vorderen Kamera, die in dem Bereich jetzt doch ein bisschen nachschwenkt. Probieren wir mal das mit der hinteren Kamera auf, jetzt ist das ein bisschen besser. Doch hier alles flüssig, schnell und ihr könnt auch in 4K-Videoaufnahmen drehen. Und das auch mit einem zweifach optischen Zoom. Wobei ich glaube, bei dem Zoom dann nicht mehr ganz die Auflösung vorhanden ist. Oder auch doch, schauen wir mal. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Doch, tatsächlich, 4K ist noch mit drin. Gut. Dann schauen wir uns mal den normalen Fotobereich an. Hier auch natürlich einfach zweifach optisch Zoom. Puff, puff. Geht ganz schnell. Mit Swipe-Geste wechselt ihr hier so. Und das war es auch grundtheoretisch auch schon mit dem ersten Eindruck von diesem Edelstahl 749 Euro ab April erhältlichen Handy, das Nokia 8 Scirocco. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Ich bin gespannt auf weitere interessante Inhalte und natürlich Geräte hier von der MWC, hoffentlich auch. Ich habe hier eine auf dem Tisch liegen und auch ein Banana Phone werdet ihr bei mir sehen können, natürlich auf Tech Video. Also vielen Dank nochmal, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.